Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video und zu einem Video, in dem ich euch ein Auto zeige, das ihr in einem anderen Video von mir schon mal gesehen habt. Die V-Klasse von GAD. Da hat sich einiges verändert, nicht nur optisch. Das Fahrzeug hat mittlerweile auch TÜV und das war, glaube ich, eine große Tortur, Sebastian. Ja, war nicht ganz so einfach, weil das Fahrzeug ja in der Abgasemissionseinstufung ja schon sehr hoch ist. Man darf ja in Deutschland nicht die Emissionen verschlechtern. Also es musste alles nach dem neuesten Standard abgenommen werden. Damit willst du sagen OPF, oder? Ja, OPF, Euro 6 WLTP. Das heißt, das Fahrzeug wird nicht nur auf der Rolle geprüft, sondern auch im normalen Fahrzyklus. Heißt, hinten ans Auto wird so ein Rucksack angebracht, ein Filter, wo die Partikel etc. aufgesammelt werden. Hat er bravourös bestanden, aber man bekommt so einen Termin nicht einfach so von heute auf morgen. Man muss sich anmelden, man geht in das Labor, wenn das Auto die Labormessung besteht. Danach übernimmt man das mit der Fahrt auf der Straße. Nachdem er es hatte, hurra, hurra, danach ging es weiter los bei so einer hohen Leistungssteigerung. Wie viel Prozent reden wir da ungefähr? Rechne das mal aus, das sind 200 Prozent. 200 PS hat er ja serienmäßig, ja. Jetzt hat er ja 600 PS. Ja. Das sind 200 Prozent. 40 Prozent kann man in Deutschland eintragen ohne Festigkeitsgutachten. Ansonsten muss die Festigkeit vom kompletten Fahrzeug überprüft werden. Das heißt, kommen den Streifen hingeklebt. Ach echt? Ja, es wird geprüft, ob die Karosserie das aushält, die Verwindung etc. Dann heißt es 2000 Kilometer Nordschleife fahren. Also 2000 Kilometer auf der Rennstrecke, ihr habt die Nordschleife gewählt und habt auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für so einen Rennen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Rennstrecken, wo es geprüft werden kann. Also eine ist die Nordschleife und einmal in Papenburg. Man kann nicht x-beliebige Rennstrecke nehmen, weil da muss ja gewisse Belastung auch da geboten werden. Dann wird das Fahrzeug vollgeladen. Das heißt, wir fahren hier mit maximal zulässigen Gesamtgewicht und dann werden die 2000 Kilometer abgespult. Weißt du, wie viele Reifen und Bremsen habt ihr da durchgejagt in dem ja, das, 2000 das sind, Kilometern? Das sind vier Satz Reifen sind draufgegangen, drei Satz vordere Bremsbeläge, zwei Satz hintere Bremsbeläge, 1000 plus Liter Kraftstoff. Stimmt, wie viele Runden Nordschleife hat er mit einem Tank durchgehalten? Mit einem Tank kannst du fünf Runden Nordschleife. Man fährt ihn ja nie komplett leer, nicht dass er ja, Luft logisch. Saugt oder sowas. Also es sind circa für fünf Runden 50 Liter Kraftstoff. Das heißt, also das war extrem teuer. Ich denke mal nicht, dass du darüber nachdenkst, ja. Wie teuer es wird, mein C63 Motor und Krümmer und den ganzen Kram Straßendegal mit Gutachten zu machen. Das ist ein Bruchteil nur von dem, was ihr an Zeit und Geld hier reingesteckt habt, weil man muss mal denken, das Auto war ja eigentlich schon damals fertig, wie wir das Video zusammen gemacht haben mit 585 PS und jetzt habt ihr es geschafft, durch euch die ganzen Bürokratie-Wahnsinn und die ganzen Sachen dazu kämpfen. Ja, es muss natürlich auch noch eine Bremsenprüfung gemacht werden, die kommt noch extra, obwohl das Auto die Nordschleife überlebt hat. Die Bremse hat die Nordschleife überlebt. Carbon-Keramik wohlgemerkt, ne? Ja, aber es werden Prüfungen gemacht, wie das wird zum Beispiel das ABS abgeschaltet und dann wird aus 100 km/h bis auf 0 gebremst und das Fahrzeug darf nicht in Schlingern reinkommen, also auch ohne ABS wird praktisch simuliert, ESP-ABS ist ausgefallen und jetzt darf die Hinterradbremse nicht zu stark sein im Vergleich zu vorderen etc. War wieder ein Satzreifen platt, weil natürlich dann sind Bremsplatten. Ja, logisch. Die Räder blockieren, ja. Es wird bis zum Blockieren gebremst. Geräuschmessung muss gemacht werden, die wurde ja auch noch extra gemacht, also das ganze Prozess ging jetzt 10 Monate. Von Anmeldung bis zu Fertigstellung. Also echt mein Respekt, dass ihr das durchgezogen habt. Ne? Das teuerste war ja natürlich das Abgas. Glaube ich 17.000 Euro sind für die Abgasmessung draufgegangen. Kannst du sagen, was es gesamt ungefähr gekostet hat? Schwer zu sagen, wenn man jetzt alles zusammenrechnen muss mit dem Sprit etc. Ja. Aber irgendwo im Bereich von 60.000 bis 65.000 Euro. Boah, das ist ja schon krass, ne? Ich meine, dadurch, dass ihr euch das, die Kopfschmerzen gegeben habt, ich meine nicht nur der Entwicklung des Fahrzeugs, sondern auch mit das legal zu machen, kann jetzt einer von euch hergehen, eine V-Klasse zur GAD stellen und das Ganze sogar mit 585 PS mit TÜV bekommen. Jetzt sind wir natürlich sicher. Das Auto hält das aus, die Achsen halten das aus, die Radlagergehäuse, die ganzen Antriebswellen und so weiter, das alles hält das aus. Es bedurfte sogar einer speziellen Entwicklung von einem neuen Fahrwerk für das Auto. Wir hatten hier davor das KW Stufe 3 Fahrwerk. Jetzt wurde hier ein
extra Fahrwerk für diesen V63 entwickelt, weil das andere Fahrwerk war einfach zu schwammig. Die Firma KW war so freundlich und hat diese Entwicklung gemacht. Jetzt haben wir ein eigenes Fahrwerk, sowohl für diese Federvariante hier, so wie es hier ist, also mit Stahlfedern, auch für Luft, also für die R-Matic, die es auch bei der V-Klasse verfügbar ist. Da mussten wir natürlich ein zweites Fahrwerk auch gleichzeitig entwickeln. Wir stehen ja heute nicht nur hier, weil ihr euch diese ganzen Kopfschmerzen angetan habt und ihr euch jetzt auch sowas holen könnt. Hier innen drin sieht auch noch übrigens alles ganz normal aus. Wir fahren dann gleich nochmal eine Runde. Hier gibt es alles. Einzelsitze, Sitzlüftung, Heizung. Ich glaube, optional kann man die V-Klasse sogar mit Massage ausstatten. Das ist echt krass, was man in der V-Klasse als eine Ausstattung haben kann. Da würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein. Ich bin mal gespannt. Letztes Mal ging das Ding ja schon gut. Apropos, was ich noch gar nicht vergessen habe zu erwähnen, ihr habt ja jetzt auch ein eigenes Bodykit für das Auto. Weil es gibt ja kein AMG, quasi richtiges AMG-Bodykit von dem Auto ab Werk. Quasi nur dieses AMG-Line. Genau. Aber es ist ja kein richtiger AMG. Und ihr habt da jetzt aus Carbon was fertigen lassen. Aber es sieht echt schön aus. Und ich muss auch echt sagen, mit eurem Logo, wo allem komplett schwarz, sieht es echt sehr böse aus, die Front jetzt. Ja, ist jetzt etwas grimmiger, die ganze Sache. Nicht mehr so auf Luxus, sondern, sag ich mal, sportlicher. Geil, ihr habt das Logo jetzt auch hier in so... Ah, das sieht geil aus, so Gunmetal-Grau. Ja, das haben wir passend zu den Rädern auch gemacht. Ja, das sieht echt schön aus. Also man muss echt sagen, jetzt, wenn jemand das Auto kennt und auf der Straße sieht, kann man direkt sehen, das ist ein GAD V63, ne, so heißt er ja. Hier sieht man noch den Diffusor, natürlich auch mit Anhängerkupplung, denn der Kollege hat auch den C63 Black Series hierher gezogen. Also ist immer noch praktikabel, der Wagen. Wenn man drüber nachdenkt, es gibt ja auch von Autoherstellern, so in der Vergangenheit gab es immer solche Autos, wie so ein Pickups oder sowas von den Amis, die zum Beispiel diese V10 Viper-Ding, die haben alle keine Anhänger gelassen gehabt. Das waren quasi sinnlose Fahrzeuge. Und hier habt ihr ein Auto, ihr habt immer noch, hier steht es, 585 PS, viel Leistung und trotzdem kann man es immer noch komplett praktisch nutzen. Ich meine, man könnte sich selbst ein Westfalia-Dach holen und das Ganze trotzdem noch machen. Mit dem Westfalia-Dach wäre ich mal vorsichtig. Was passiert damit bei 250 nicht, dass wir es irgendwo aufsammeln? Ja, besser nicht, ne? Ja, im Zuge des KW-Fahrwerks haben wir auch noch eine Gewichtsauflastung im Fahrzeug reingebracht. Also man kann sogar mehr zuladen jetzt, wie serienmäßig. Das heißt, du willst damit es auch attraktiver für Handwerksbetriebe machen, oder? Ich noch mehr zuladen können, ihre V-Klasse? Nein, das Fahrzeug hat ja natürlich auch am Gewicht ein bisschen mehr zugelegt. Logisch, der ist ein 8-Zylinder. Der V8 ist ein bisschen, nicht viel, aber ist ein bisschen schwerer, damit man jetzt praktisch nicht weniger zuladen kann, dass man immer noch 7 Personen damit oder 8 Personen damit befördern kann, musste das Gewicht auch ein bisschen hochgehievt werden. Ja, und also Zuladung. Und da meine Kamera im Thema Gewicht, meinen Arm wird langsam auch schon ein bisschen schwer, wenn ich die Kamera halte. Ich würde sagen, die Sonne geht ja auch schon bald unter. Wir schwingen uns mal ins Auto rein und dann schauen wir mal, was die 585 PS so können. Ich bin mal gespannt, wie viel mehr er jetzt noch abgehen wird. So. Wie gesagt, normalerweise läuft der bravourös. Ich mache dir mal das ESP als erstes aus. So, ESP als erstes aus. Sitzhaltung habe ich auch direkt angemacht. Dann Sportmodus rein. Ich habe ja gar nicht gesagt, aber wie viel Leistung sprechen wir jetzt? Letztes Mal hatten wir ja 585. 620. 620, auch mit TÜV weiterhin. Ja. Okay. Und quasi so viel Leistung wie in C63 mit Software oder so. Ja, ich bin mal gespannt. Also ganz sanft. Ach ja, falls euch auch aufgefallen ist, der Max sitzt auch übrigens da hinten. Als bei blinder Passagier. Auf welchem Gang sollen wir am besten mal rausbeschleunigen? Oder können wir direkt Vollgas? Ohne Kickdown noch mit. Und mal ohne. Schalten wir mal so runter auf den dritten Gang oder sowas. Auf den dritten Gang? Ja, so. Jetzt geht. Weil du so hoch sitzt und das Auto wie so ein Bus, läuft. Aber man merkt schon, das Fahrwerk, was du gesagt hast, das ist auf jeden Fall schon straffer. Aber ich finde es jetzt nicht hart. Also es ist vielleicht härter, aber jetzt... Gut, die Strecke ist ja auch extrem eben. Gut, eben würde ich jetzt nicht sagen, die ist schon ein bisschen. Deswegen fährt man ja auch so. Ja, Max, holst schon das Handy raus, findest du es so geil, oder was? Gut, völlig geisteskrank. Ja, ich versuche mit dem Max, der da hinten sitzt, die ganze Zeit schon so ein Auto zu verkaufen. Guck mal, jetzt gleich ins Gas rein. Jetzt kommt er. Okay. Ja, seid ihr ganz
ich wäre am liebsten auf der Autobahn, würde dann wirklich mal mit 250 durchziehen. Weil das macht jetzt schon Spaß, aber ich habe das macht nochmal richtig Bock. Probier mal den zweiten, dann beschleunigst du ein bisschen schneller, dann hast du ein bisschen mehr Strecke. Wenn wir das mal. So, die zwei. Mit dem Lamborghini Urus. Krass, ne? Habt ihr jetzt auch 100, 200 schon eine Verbesserung bekommen? Ist ja bestimmt um die 10 rum oder unter 10. 8,5. 8,5? Mhm. Krass, ne? Da merkt man mal richtig so, weil letztes Mal war ja auch vom Getriebe und so, ist noch nicht alles 100% abgestellt und jetzt läuft das Ding ja. Das war bestimmt auch eine Arbeit, bis das alles so gefahren ist wie Serie, oder? Ja, das verging jetzt auch Haufen Zeit. Das waren ja auch solche, weißt du, Kaltstart, dass es praktisch alles harmonisiert und manchmal war das ja so, dass er praktisch nervös war am Gaspedal. Da hast du wieder hier nachgearbeitet. Dass man alles so draußen gehabt hat, wie man wollte. Und er soll ja einerseits nicht wie ein Rennwagen sein, dass es praktisch nicht so nervös ist. Ja. Aber andererseits soll es schon laufen. Ja. Ist schwer, wenn du so eine eierlegende Wollmilchsau machen willst. Ja klar, weil im Endeffekt der irgendwo wartet der Kunde ja auch trotzdem noch eine V-Klasse, die komfortabel ist und so. Man merkt es auch richtig an den Sitzen, dass sie eigentlich nicht dafür gemacht sind, für die Leistung. Aber sie merkt es richtig so, sie kann ich schon, muss ja an meinen 500e denken, weil bei den Autos ja auch so, der Sitz zu weißen, da bist du richtig, wenn du Vollgas gibst, so in den Sitz gedrückt, merkst du, wie das Polster sich so wegdrückt. Das ist auch zum Beispiel der Rennfahrer, weil wir sind ja nicht selber die Nordschleife gefahren. Da gab es ja einen professionellen Rennfahrer, der es gemacht hat. Bist nicht du gefahren? Nee, bin ich nicht gefahren. Kein. Darfst du auch nicht, weil du hast ja die Vorgabe vom TÜV. Ach so. Du musst diese Zeiten fahren. Die fahren eine Referenz oder zwei Referenzrunden und dann sagen, diese Zeit muss eingehalten werden. Die Zeit also, mit der Toleranz maximum. Genau, und genau, also er kann da ja auch nicht irgendwo rumkriechen. Wenn er rumkriechst und dann damit die Karosse eben nicht verzieht. Da wurde praktisch konstant eine 10er Zeit gefahren. Und natürlich ist es so, dass das alles irgendwo Hand und Fuß haben muss. Und er hat dann halt auch gesagt, in den Sitzen ist es halt komisch, habe ich noch nie gehabt, das Autobild. Ja klar, ich meine, das ist wie wenn du jetzt vielleicht eine S-Klasse oder sowas hättest und würdest dann auch da, ist ja auch so alles weich und eigentlich für Komfort gemacht. Ja, der hat gesagt, das erste Mal auf der Nordschleife praktisch im Fernsehsessel rumgefahren. Ist ja wirklich so hier mit dem Teil und so. Wie viele Tage ging das eigentlich? Weil ein Tag war da bestimmt nicht gereicht. 2,5 Tage. 2,5 Tage? Mhm. Und jeweils wahrscheinlich 8 Stunden am Tag hier voll? Genau. Krass. Also pro Tag 1000 Kilometer. Boah, das ist aber auch Respekt an ihn, weil es ist ja auch. Er sitzt zwar nur im Auto, aber es ist harte Arbeit. Also. Es war ja gut, dass alles funktioniert hat. Ja. Es ist ja nichts kaputt gegangen. Man stelle sich jetzt vor, wir tun uns da praktisch anmelden für 3, 3,5 Tage. Ja. Und wenn jetzt irgendwas verreckt, du musst jetzt von nach 1000 Kilometern ein Differential austauschen oder irgend sowas. Ja. Hätte ja passieren können. Da war ja natürlich vom TÜV so besprochen, wenn da jetzt eine Antriebswelle nach 1500 Kilometern knallt, dann dürfen wir es austauschen. Wenn sie schon knallt nach 50 Kilometern, ja okay, dann packt eure Sachen und geht nach Hause. Ja, logisch. Aber das ist auch gut, dass immer jemand so hat, der so menschlich ist, weil es könnte auch sein, dass er auch sagt, wenn es bei 1099 Kilometern, also quasi 1 Kilometer vom Ziel irgendwas so fliegt und dann heißt tschüss. Vom TÜV wird es gesehen als eine 40-fache Belastung. 40-fach? Ja. Gegenüber der normalen Straße? Genau. Krass, ich wusste gar nicht, dass man das so sieht mit der Rennstrecke. Naja, kommen wir wieder zum Ende und zum Ende auch eines Tages, weil ihr seht ja hier, die Sonne geht schon langsam. The darkness coming. Ja, darkness is coming. Auch geil mit den Lichtern jetzt. Das sieht echt mega böse jetzt aus. Vielen Dank, Sebastian, dass du uns mal mitgenommen hast. Hier. Ja, vielen Dank fürs Kommen für alle hier. Ja, also war ein schöner Tag. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Also wie man jetzt sieht, hat sich jetzt noch top entwickelt für einen Novembertag. Perfekte Performance. Kalt, trocken. Dass man hier schön, so wie wir es jetzt gemacht haben, außerhalb der öffentlichen Straßen in aller Ruhe hier hin und her rumpesen kann, rumprobieren, ist so ein Flugplatz natürlich das Beste. Ja, deswegen, da kann man auch mal Autos nehmen mit 1300 PS, mal ein bisschen die Sporen geben. Gut, der V-Klasse mit schwarzen Kennzeichen. Ja, mit geschwärzten ausländischen Kennzeichen. Die V-Klasse, die hat ja sogar deutsche Kennzeichen mit TÜV. Ja.
Die könnten wir sogar auf der öffentlichen Straße fahren, aber das ist hinter uns natürlich ein Rennwagen. Also, ich würde mal sagen, ich komme mal zum Ende vom Video. Wie immer, GAD Motors ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und also mir hat es heute auch echt extrem Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt gerade im V-Klassen-Video waren mit dem C63. Das war wirklich krank. Und die V-Klasse, die hat, das hat mir nochmal ins Gedächtnis gerufen, wie geil so ein Auto eigentlich ist. Und wie Bock es macht, den zu fahren, weil den könnte ich mir auch 100% als Daily vorstellen, weil der ist komfortabel, du hast trotzdem bulligen V8, einfach geil. Vielen Dank, Sebastian, noch an dein ganzes Team. Und dann abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video, und zwar höchstwahrscheinlich aus Dubai. Also, bis dahin, ich freue mich, mach's gut, ciao. Ciao.